Spaghetti Carbonara, auf keinen Fall ist das eine Käse-Sahnesoße. Und wie man die richtig zubereitet, das seht ihr jetzt bei Du kochst. Wir kommen also direkt zu unseren Zutaten für unsere Spaghetti Carbonara. Wir brauchen ca. 80 bis 100 Gramm Spaghetti. Am besten Nummer 5, die sind nicht zu dick und nicht zu dünn. Wir brauchen auch einen Hartkäse. Wir haben heute Pecorino. Pecorino wäre die beste Variante. Das ist ein Schafskäse aus Italien. Falls man den nicht findet, man kann natürlich ein wenig tricksen und auch ein Grana Padano, Parmigiano Reggiano. Ein jeder Reibkäse tut es eigentlich. Am besten aber Pecorino. Es gibt eine goldene Regel, wenn es um Eidotter geht. Wir verwenden nur Eidotter. Und die goldene Regel in Italien heißt, ein Eidotter pro Person, ein Eidotter pro Teller und ein Eidotter pro Topf. Also im Endeffekt, heute kochen wir für zwei Personen plus ein Eidotter für den Topf und eins für die Teller. Also vier Eidotter. Und last but not least, dann haben wir eigentlich schon unsere Zutaten durch, wir brauchen Bauchspeck. Bauchspeck ist jetzt auch so ein klein wenig getrickst, denn original verwendet man Guanciale. Guanciale kommt aus den Backen vom Schwein und hat eindeutig mehr Fett. Es funktioniert aber auch einwandfrei mit Bauchspeck. Was wir dazu nehmen, ist noch ein klein wenig Butter, wenn wir den Ganzen jetzt in unserer Pfanne rösten. Unser Wassertopf ist mittlerweile schon aufgestellt. Faustregel in Italien, 100 Gramm Nudeln brauchen ca. 1 Liter Wasser und 10 Gramm Salz. Bis das kocht, kümmern wir uns mal um den Bauchspeck. Unser Bauchspeck haben wir vorher in kleine Scheiben geschnitten, circa einen halben Zentimeter breit, und der soll jetzt so richtig schmoren bzw. das Fett ablassen. Unser Speck brutzelt vor sich hin, der braucht jetzt so circa mal 5 Minuten, bis er so schön knusprig und glasig wird. Inzwischen kümmern wir uns um unsere Eidotter. Es geht nun weiter mit unseren Dotter. Wir nehmen jetzt 4 Eidotter, wie gesagt, und vermengen die mit unserem Pecorino-Käse. Circa ein Drittel davon behalten wir auf Seite. Wir haben hier insgesamt circa 50 Gramm verwendet. Also, 2 Drittel kommen jetzt direkt zu unseren Eiern. Eine jede Carbonara braucht eine ordentliche Ladung Pfeffer, also ran an der Pfeffermühle und rein damit. Dann einfach mit einer Gabel verrühren. Wir kommen eigentlich jetzt schon zum nächsten Tipp. Wasser salzen erst, wenn es kocht. Warum? Ansonsten bildet sich am Boden von unserem Topf eine Salzlake und das verhindert, dass die Temperatur sich so richtig durchmischt. Also einfach kurz warten, bis das Wasser blubbert und dann erst salzen. Beim Kochen ist es das Um und Auf, alles zu kosten. Auch das Kochwasser solltet ihr kosten. Also einfach mit einem Löffel, nur ganz kurz. Es sollte nach Meerwasser schmecken. Auf keinen Fall versalzen oder auch zu wenig. Wasser gesalzen, kocht Nudeln. Ganz langsam die Nudeln unter Wasser drücken und nicht vergessen, Uhr starten, 8 Minuten. Ein weiterer kleiner Trick. Ich lege immer einen Holzlöffel direkt über die Nudeln. Warum? Das verhindert, dass das Wasser überkocht. Versucht es mal. Speck ist perfekt durchgebraten und einen kleinen Tipp, den ich in Italien gelernt habe. Ich nehme jetzt die Hälfte von Speck raus auf den Topf und lege sie auf einer Küchenrolle. Dabei versuche ich, das Fett aber in der Pfanne zu lassen. Dadurch haben wir eine knusprige Komponente in unserer Carbonara, die sich eigentlich keiner erwartet, und das gibt einen ganzen, ganzen geilen Kick. Unsere Nudeln kochen seit 7 Minuten und das ist der beste Zeitpunkt, um an etwas zu denken. Und zwar, damit die Carbonara richtig cremig wird, brauchen wir Kochwasser. Kochwasser von den Nudeln. Also wir nehmen eine kleine Schale, kleinen Topf, kleinen Becher und geben einfach ein klein wenig auf Seiten. Das wird uns danach unser Leben retten. Al dente. Auf keinen Fall Spaghetti oder generell Nudeln mit kaltem Wasser abschrecken. Das würde einfach unsere Stärke wegschwemmen und das bedeutet, dass keine Soße haften bleibt. Wir haben jetzt die Nudeln im Topf mit unserem Speck bzw. mit dem Fett vom Speck reingegeben und lassen das Ganze kurz einmal einwirken. Unsere Nudeln haben jetzt das gesamte Fett aufgesogen und sind bereit für den nächsten Schritt. Ganz wichtig, sobald wir unsere Eier dazugeben, darf auf keinen Fall zu viel Hitze sein. Also Geräusch. Nichts. Es brutzelt nichts, es ist alles unter 100 Grad, sonst hätten wir keine Carbonara, einfach Nudeln mit Rührei und das will keiner.
Wie ihr sehen könnt, ist diese Masse relativ zäh. Und jetzt kommt unser Wasser ins Spiel. Und jetzt mit kräftigen Rühren entsteht die Magie. Letzter Arbeitsschritt, unsere knusprige Speckstreifen dazu. Einmal noch umrühren und ran an die Teller.